Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bash. In der letzten Folge haben wir uns hier den wohlverdienten Kristall geholt, können nun die Relikte machen. Und wenn ich heute ein bisschen flüsterösisch klinge, dann liegt das daran, dass ich mal wieder nicht gerade die perfekte Uhrzeit zum Aufnehmen verwende, benutze, was auch immer. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Ja, 4 Uhr morgens, halt im Moment, das ist 4:45, das ist total gelogen hier mit 4. Ja, gehen zur Welt 1 zurück und dann schauen wir mal. Wir werden in diesem Video, ist übrigens die, sollte die Montag-Folge sein. Ja, woher ich das weiß, mein Vorrat ist mal wieder alle. Montag, der 31.12. Wenn ich richtig liege, ja. Wie gesagt, wir machen jetzt hier voll fett Relikt. Ich guck mal schnell. Ja, 2 Runden hintereinander gewinnen und sind halt voll die... Moment. What the... Fällt euch... was? Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Guck mal, wir haben neuen Mitspieler. Also ist das... Oh, Mehrwehrbeiß. Ich könnte dich ja steinigen, ey. Das Video läuft keine 2 Minuten und du gehst mir auf den Sack. Was ist los hier? Das ist ja genial. Ja, ich habe auch mal wieder ein paar ganz, ganz tolle Themen. Wir haben es ja aktuell... Moment, was haben wir heute? Wir haben den 30. Naja, doch ja, 30. Morgen. Und ich dachte mir, ich erzähle euch mal heute wieder mal so ein bisschen was von meinen Pleiten und Pannen, die ich in letzter Zeit hatte. Das heißt, in letzter Zeit, ich habe sie seit gut 24 Stunden. Und zwar habe ich euch ja erzählt, yala yala Januar, yala yala kommt viel, bla bla Keks. So, das Tolle an der ganzen Sache ist, ich habe erst am 24. glaube ich, am 24. habe ich mit dem ersten LP-Dreh angefangen, und zwar das Verfahren halt. Kann ich gleich mal, oh Gott, ich kriege hier schon wieder nur Bälle rein. Kann ich gleich mal vorweg sagen, Fahrenheit ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach nur genial und, ich habe seit dem 24. noch täglich immer mindestens 1,5 Stunden Fahrenheit gedreht, weil das einfach so genial ist und mich so total fesselt und sofort eines meiner Lieblings-PS2-Spiele geworden ist. Und ich bin jetzt, ich spoilere euch mal, ich bin jetzt über 20 Folgen. Das heißt, es könnten vielleicht sogar 30 sein, naja. Auf jeden Fall wird das definitiv den ganzen Januar laufen. Aber da das Hochladen wieder mal 3-4 Stunden dauert, wird wahrscheinlich nur eine Folge am Tag kommen. Würde gern 2 machen, aber... Oh Gott, leck mich am Arsch! Yes! Okay, das war episch. Genau, und da hatte ich ja noch ganz, ganz viele andere Sachen geplant. Ja, im Grunde, wenn ich jeden Tag 2 Stunden mache, ist das ja kein Ding. Ich habe ja noch die erste Januarwoche, bevor das harte, harte, dumme Leben wieder losgeht. Ja, ey, beim letzten Mal sprach ich von Ferienanfang und jetzt so eine Scheiße, ne? Aber die Sache sind halt die, Pleiten und Pannen eben. Ich dachte mir so, hey, ich nehme heute mal Devil May Cry auf. So. Ich dachte mir so, hey, boom, krass, ich habe euch ja in den anderen beiden Devil May Crys erzählt, dass ich Devil May Cry 3 besitze, hier in CD, Frischfleisch, bla bla bla, Keks. Dachte ich mir so, hey, schieb ich mal die CD rein. Kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, ich habe das Ganze mit dem PS1-Emulator versucht, klappt super, so. PS2-Emulator sagt, halt, stopp, dir fehlen Ressourcen. Da dachte ich, hey, was jetzt für Ressourcen? Ich kann die CD nicht laden. Ich weiß nicht warum, anscheinend habe ich da... nicht die perfekten BIOS oder so, BIOS, ich kenne mich damit absolut nicht aus, deswegen dachte ich mir, hey, dann muss ich mir mein eigenes Spiel aus dem Internet laden, so wie ich es in den anderen beiden Teilen gemacht habe. So, an sich kein Problem, Stunde, Download, fertig. So, dachte ich mir, hey, probieren wir das Ganze mal. Ich also Mission 1 und 2 gespielt und ich weiß nicht, wie soll ich die Grafik beschreiben? Bis jetzt waren die ganzen ISOs ja okay, aber wenn ich die Grafik beschreiben muss, dann würde ich ja sagen, stellt euch vor, ihr steht im Winter draußen vor einem Fenster und haucht gegen die Scheibe, gegen die Fensterscheibe. Oder ihr sitzt in einem Auto, was tiefgefroren ist, also wo man nicht durch die Scheiben durchgucken kann. So ungefähr sieht das Spiel aus. Total behindert. Und da dachte ich mir so, nee, das kannst du nicht bringen. Ich meine, eine ISO zu verwenden, obwohl du das Spiel zu Hause hast, ist die eine Sache.
Dann aber noch eine grottenschlechte Grafik, das ist dann, das bringt das Fass dann zum Überlaufen. So, ich dachte mir, okay, kein Ding. Übrigens haben wir hier Relikt, ja, jetzt mal so nebenbei. ja, das ist am Anfang wieder mal ziemlich einfach, aber ey, das flasht mich gerade, dass es andere, dass die anderen Charaktere auch noch mit vorkommen. Wo war ich jetzt? Guck mal, Coco! Hey! Coco! Da haben wir ihn, da haben wir ihn! Wie hieß der? Hieß der nicht Dingo der Eil? Die, was war das? Die Kreuzigung von einem Krokodil und einem Dingo, genau. Sagt ja schon der Name. Siehst du, da brauche ich nur an den Namen denken. Wo war ich jetzt? Genau, oh komm, ich hab den Faden verloren. Wir waren jetzt bei Devil May Cry, Scheiße! So von wegen, ging nicht und bla und... Oh Gott, gib mir mal eine Minute zum Nachdenken, während ich die hier penetriere. Man, kann ich beides? Ich glaube nicht. Jedenfalls ging das nicht. Genau, ich dachte mir, hey, du hast eine Karte, mit der kannst du auch, könntest du auch... Ich könnte auch Wii-Spiele damit aufnehmen und Xbox und hast du nicht gesehen. PS2 kann man natürlich auch anschließen. So, ich also meinen netten Karton rausgeholt, wo diese Karte drin war, die ja jetzt, wir hatten das Thema ja schon, funktioniert ja. Ich darf die jeweilige Konsole nur nicht zu lange mit der Karte verwenden. So, ich dann also geguckt, Kabel ist, ja, boah, es ist noch nicht mal ein Meter, so lang ist das Kabel. Problem ist zwischen meiner... Pff, warte mal. Ich überlege gerade, könnte ich das Ganze auch so... naja... Es muss ja eine Verbindung zwischen der Konsole... Moment, würde das gehen? Aber wo packe ich dann die... Hä? Ey, Moment, das würde sogar gehen. Das Problem, was ich nämlich eben hatte, mein Kabel war zu kurz. Weil man braucht ja SCART-Kabel, aber das verbindet man ja da. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich vergaß ja die PS, ne? Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie halt, wie gesagt, gerade war auf dem Trip, dass... Oh, komm schon. Du solltest mir als Schwester eigentlich helfen, du dämliche Kuh. Komm schon, was ist denn das hier? Auf jeden Fall dachte ich, okay, länger geht nicht. Hast du wenigstens eine Karte. Da könntest du das Spiel wirklich original aufnehmen, dann ist das Kabel zu groß. So, jetzt bin ich der Meinung, wir haben irgendwo noch so eine, nee, ich brauche kein Verlängerungskabel, ich brauche solche SCART-Kabel, zweiteilige SCART-Kabel. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Heißen die nicht Chinch-Kabel oder so, wo du eben halt zweimal rot, gelb, blau, weiß, hast du nicht gesehen, dran hast. Auf alle Fälle, ging das nicht. So, da dachte ich mir, was war das andere, was ich aufnehmen wollte? Was war das? Genau, da dachte ich mir, hey, Resident Evil 3! Was ist denn das jetzt hier? So, da dachte ich mir, okay, Resident Evil 3, kein Ding, hatte ich ja schon mal vor einem Monat aufgenommen. Das war an sich auch okay. Einstellung und so pipapo war grandios. Das Problem ist nur, dass ich, dass ich ein totaler Vollidiot bin. Und zwar kann man ja da die Pixel-Auflösung einstellen. Und da habe ich ein bisschen rumgedrückt, dachte, okay, stellen wir mal auf 800 mal 700, bla bla bla, 32 Bit. Und dann stand da irgendwas von 1027 mal 1000 noch was. Da dachte ich, hey, klicken wir mal drauf. Bumm, schwarzer Bildschirm. Ich so, was jetzt, wie jetzt? Desktop. Ich so, ja, was jetzt los? Dürfte ich dann mal bitte spielen? Ja, Der hat's nicht mehr getan. Ich dachte mir, okay, was jetzt? Ist die Auflösung zu brutal oder was? Mit dem Administrator konnte ich das komischerweise machen. Also, ich weiß gar nicht, wie das war. War ja auf dem Desktop installiert und so, hatte ja hier Desktop-Icon und so. Ich krieg das gerade irgendwie nicht hin. Und es ging einfach nicht. Ich konnte das nicht mehr machen, gut, dachte ich mir, okay, kein Ding. Das Besondere an Resident Evil 3 ist halt, dass ich es auch als CD habe von einem lieben Abonnenten, aber das würde ich dann dementsprechend im LP am Anfang erwähnen. Und dachte ich mir, okay, deinstallieren, kein Ding, Mensch. Hast du gedacht, ne? Ich also so deinstalliert.
klick wieder drauf, da ging das immer noch nicht. Ich kann das Ganze machen mit der CD, also wenn ich die CD drin habe, dann kann ich das Ganze spielen. Die Frage ist halt nur, speichert der das, wenn ich jetzt nochmal die ganzen Einstellungen mache und von wegen bla 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 Keks, speichert der das dann überhaupt? Kann ja sein, dass CD irgendwie ein akzeptables Verhalten ist, was weiß ich. Dachte ich mir, okay, scheiße, kannst du heute auch nicht aufnehmen. Hast du wirklich keinen Bock mehr, das Ganze auszutesten? Dann hatte ich spontan, also wie gesagt, wir haben es ja jetzt kurz vor 5 mittlerweile. Dann hatte ich spontan den Einfall, aber schaut euch das an, wie sie mich einfach nur mobben, ne? Nimmst du DayZ auf? DayZ, eine Runde DayZ, ganz, ganz wichtig, kein Dauer-Let's Play, sondern einfach eine Runde DayZ, so lange bis ich sterbe. Das ist, glaube ich, mein Deal. Pennen kannst du eh nicht. Ich also so DayZ-Commander aufgemacht, der macht die ganzen Updates ja von selber und so weiter und so fort. Hast du dir gedacht, ne? Ich so, hä? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich nur zwei Karten zur Auswahl habe, wenn mittlerweile seit meiner dreimonatigen Pause mindestens 5 neue Maps draußen sind, was ich ja dadurch weiß, dass ich immer andere Let's Player so ein bisschen gucke und so weiter und so fort. Und nein, nicht Pete Smeet. Mir hat mal jemand unterstellt, dass ich wie Pete Smeet spreche, nur weil ich am Anfang gesagt habe, der Mod von Arma 2. Weil ich, holy crap. Weil ich einfach finde, dass es sich gehört. Weil das DayZ ist kein eigenständiges Spiel, also muss ich gefälligst sagen, was das Hauptspiel des Mods ist. Das ist doch ganz logisch. Naja, also könnte ich natürlich auch gewinnen, ne? Jedenfalls dachte ich mir, okay, was geht denn hier ab? Dann habe ich also alles aktualisiert und dann ist mir dann irgendwann aufgefallen, ach ja, guck mal hier, der DayZ-Commander, der muss ich natürlich auch hier refreshen, weil der DayZ Commander bietet natürlich nur das an, was er auch in der Version hat. Und wenn meine Version veraltet ist, dann kann er auch nichts anbieten. Weißt du, das ist, als wenn der super, wie soll ich das erklären? Moment, ich muss die mal kurz penetrieren, sonst habe ich hier keine Ruhe beim Reden. Ich krieg die Schlampe auch nicht, ne? Du bist so eine dämliche Bitch. Oh Gott, da krieg ich auch schwer Hals hier. Vor allem hier übrigens, Coco hat dieselben Fähigkeiten wie wir hier als Crash, dieselben Attacken und so. Also ist eigentlich ein ausgeglichener... What the fuck? Ich schwöre euch, wenn da jetzt ein Amboss drin gewesen wäre, ich hätte das Game so gerockt. Stirb doch mal. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen danach ein anderes Spiel. Ja, das bringt jetzt nichts. Stopp, stopp, nein! Okay, komm, machen wir was anderes. Das hat so keinen Sinn. Wo war ich jetzt? Genau. Das ist, kann ich das anhand eines Beispiels erklären? Keine Ahnung. Stellt euch vor, ihr geht in ein neues PS1-Spiel, kommt raus. Ja, da kannst du aber lange warten. Da kannst du wirklich lange warten. keine Ahnung, Resident Evil 6. Resident Evil 6 ist frisch rausgekommen, ihr geht zu Expert. Und der Laden hat aber noch nicht das Spiel. Also er hat es quasi bestellt, er hat es aber noch nicht. Das heißt, der Laden muss sich aktualisieren, um neue Waren anbieten zu können. Und so ist das eben halt auch mit den DayZ-Commander. Wie gesagt, da kannst du ganz leicht updaten. Nur das Problem ist, dass die Datei an sich muss auch upgedatet sein. Auf jeden Fall, ich so, okay, kein Ding, update dich mal. Ich gehe mal schnell was essen. Oh ja, ist immer so ein geiles Gefühl, wenn du morgens um 4 Uhr erstmal fett was den Burger oder so machst, weißt du, das ist irgendwie, keine Ahnung, nachtaktiv sein ist schon irgendwie cool. Auf alle Fälle, ich komme wieder, denke mir so, wie jetzt, was, der ist immer noch nicht fertig. Dann habe ich so in den Changelog geguckt. Ich habe, schlagt mich bitte tot, wenn die Angabe jetzt nicht genau stimmt. Ich habe irgendwie Version 09068. Also, man kann das eigentlich anders sagen. Ich habe, meine Version ist eine fünfstellige Zahl. Und jetzt kommt's. Ich habe ja seit, glaube ich, 3 Monaten nicht mehr gespielt. Und die aktuelle Version ist sechsstellig. Und das erklärt, glaube ich, so einiges. So, während ich jetzt hier aufnehme, updatet der immer noch, wo ich mir so denke, ja, ist okay. Ich meine, da wird's einmal wirklich hardcore sein und aufnehmen. Weil ich dachte ja, dass Montag schon der 1.1. wäre, weil ich habe ja gesagt, dass ich dann die ganzen Sachen hochlade. Wollte ich heute mal wirklich hardcore sein und einfach mal so 3-4 Stunden lang aufnehmen und dann klappt wirklich nichts, aber wirklich so rein gar nichts. Wieso habe ich denn jetzt... Oh. Der Affe, der muss echt... Ich... Keine Ahnung, ey. Nee. Auf alle Fälle ist schon alles ziemlich pleiten und pannen hier, ne? Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Ach ja, genau, dann dachte ich mir, okay, spielst DayZ Lingua, also eine Map, die ich bereits habe, die bereits installiert ist. Die Sache ist eben halt die, mein DayZ an sich ist nicht aktuell. Das Lustige ist, ich habe die aktuelle Version drauf, die mir angeboten wird, und da steht out of date, also nicht mehr aktuell. Und ich kann die aktuelle ja nicht ziehen, weil das Programm an sich das noch gar nicht auf dem Kasten hat, wie ich ja eben erklärt habe. Und das ist schon alles ziemlich bullshittig. Ja, da dachte ich mir, hey komm, du hast keinen Crash-Bash-Vorrat mehr. Machst du? Ach genau, ist ja die nächste Sache. Da dachte ich mir, okay, wenn das alles nicht funktioniert, also das habe ich mir nach den zwei Spiel-Fails gedacht, also noch vor DayZ. Das war irgendwann heute auf dem Abend. Ja, wenn das alles nicht geht, dann wieso hat die Bitch eigentlich 102? Wenn das alles nicht geht, dann render doch einfach ein bisschen, schneid die Videos. Ich meine, wie gesagt, ich habe, kann ich euch schon mal verraten, ich habe ja schon 5 Fahrenheit-Teile hochgeladen. Das heißt, die ersten 5 Januartage braucht ihr auch keine Sorgen zu haben. Da kommt auf jeden Fall was. Ja. Und habe über 20 Parts aber schon aufgedreht. Aufgedreht, genau. Ich drehe Parts auf. Ich nehme sie nicht auf. Ich drehe sie auseinander, bis sie passen. Machst du einfach das. So, erstmal, abgesehen von Fahrenheit, hatte ich natürlich noch eine Folge Crash. Das ist die, die gestern kam für euch. Ja, ich lade sie heute hoch und für euch ist es dann gestern gewesen. Oh, verdrehte Zukunftsscheiße. Hey! Ja, und ich habe ja dann immer wieder so ein paar Fails, die ich dann tonmäßig rausnehme. Ab und zu kommt's dann vor, dass sie beim Rendern irgendwie mitgerendert werden. Das ist so, ich schneide die Dinge ja nicht raus. Ich stelle den Sound einfach auf Null. Keine Ahnung, kommt jetzt, stellt euch vor, da explodiert eine riesen Atombombe neben mir. Und ich will den Sound aber nicht drauf haben. Also stelle ich die Stelle einfach auf Null. Das heißt, sie ist da, sie ist aber nur stumm gestellt. Und Cam Taser ist manchmal so eine asoziale Bitch. Und stellt den Sound dann wieder an. Und dann passiert es manchmal, dass ich dann bei der Kontrolle merke, hups, das hört man ja. Und dann schneide ich, ist das schon vorgekommen, dass ich es zwei, dreimal rausgeschnitten habe. Es sei denn, es war, keine Ahnung, irgend so was Irrelevantes, wie ich kratz mir am Headset oder so. Irgendwie, ich komme gerade nicht so klar. Ich dachte, Hüpfspiel, kein Ding, aber Coco ist da irgendwie, ja. Die benutzen Raketen, das ist das Problem. Die benutzen fucking Raketen. Auf alle Fälle, Camtasia ist bei jeder Kleinigkeit abgekackt. Und das Schlimme ist, es ist immer am Wochenende. Ich weiß nicht warum, das Programm. Wie kann so ein Programm. What the fuck, hat er jetzt mal aufhören zu erschießen hier? Wie kann das Programm denn online abhängig sein? Ich meine, klar, Updates und so, aber für Camtasia kommen, glaube ich, keine Updates mehr raus, weil es schon Camtasia Studio 8 gibt, was übrigens mal nebenbei, einer wollte wissen, wie ich das finde. Ich finde es scheiße. Ich habe mir das Ganze, ich habe mir die Testversion runtergeladen und es gibt ein paar neue Sachen, die ich cool finde, aber so, das meiste ist ziemlich assi, also man kann sagen, es gibt ein paar Sachen, bei denen ich mich gefreut habe, dass sie verbessert wurden, aber dafür wurden meine Lieblingssachen rausgenommen. Wie halt zum Beispiel, dass man, ach keine Ahnung was, ich glaube, dass man kann nicht mehr richtig so schneiden, nicht mehr so präzise und das ist alles, nee, gefällt mir nicht, da bleibe ich lieber bei Version 7. Alter, ich werde hier nur noch penetrated, ne, aber egal, ich bin ja gerade so minimal in Führung. Es ging einfach nicht. Wie gesagt, da hatte ich wieder so eine Headset-Fail-Stelle, dachte ich mir, stellt den Ton aus und bumm, Camtasia-Absturz. Und ja, das Problem ist eben halt, manchmal ist es dann so, dass ich Sachen rausschneide und nicht auf Speichern gehe. Das heißt, wenn Camtasia abkackt, dann muss ich mir das ganze Video nochmal angucken, weil ich eben halt die Stellen, die ich bereits rausgeschnitten habe, nicht gespeichert habe. Das heißt, von so einem 20-Minuten-Video, also aus so einem 20-Minuten-Video können wir schnell 60 Minuten werden. Und es ist am Wochenende immer so, dass Camtasia doch spinnt. Ich weiß nicht warum, vielleicht sollte ich einfach mal beim nächsten Wochenende probieren, erstmal Internet auszumachen, bevor ich
das Ganze tue, was eigentlich sehr schwierig wird, da ja mein PC sowieso mal nebenbei Videos hochlädt, weil das ja sowieso mal lange dauert. Ey, ich schwöre euch, Leute, wenn dieses behinderte Scheißkaff, weißt du, wir haben ja, uns wird erzählt, wir hätten 6.000, aber ich glaube, ankommen tun nur 4.000. Die haben uns auch schon eine 15.000 angeboten, also, was weiß ich, der Internetanbieter an sich. Das Problem ist halt nur, dass die sich anscheinend hier nicht auskennen. Und es war vor einem halben Jahr oder so, ist es wirklich mal dazu gekommen, dass wir hier so einen Vertreter hatten. Und mit dem haben wir einen Vertrag irgendwie gemacht oder vorbereitet von wegen 15.000er. Und das Geile ist, dass das Kaff das sich angeboten hat. Das heißt, es wäre fast darauf hinausgelaufen, dass wir für eine 15.000er Leitung bezahlt hätten, die aber nur 6.000 kriegen, was natürlich ziemlich asozial ist. Uns wurde auch schon diese ganze, wie nennt man das, nicht Sky, aber sowas ähnliches wie Sky, das wurde uns auch schon angeboten, aber das kriegen wir hier einfach nicht. Und ja, das wäre ein Grund auszuziehen, aber wirklich. Dann wiederum, wenn ich mir vorstelle, in Berlin die ganze Zeit Autos zu hören und so, ist vielleicht auch nicht so mein Ding. Auf jeden Fall, ja, scheiße ist. Deswegen läuft nebenbei, das ist auch immer, wenn ich abends Let's Plays gucken will oder mir eine Hausback-Folge reinziehen will, kann ich, oder Game One, kann ich einfach nicht machen, weil wenn ich ein Video hochlade, dann ist, keine Ahnung, dann sind von den 6.000 mal eben 3.500 verbraucht. Und dann kann ich solche Sachen einfach nicht besuchen. Die gehen dann einfach nicht. YouTube geht, aber ansonsten geht's einfach nicht. Weil, keine Ahnung, die anderen Internetseiten vielleicht zu aufwendig sind. Und, ja, Fail eben halt, ne? Auf ganzer Linie. Deswegen sitze ich jetzt hier, hey, nur deswegen. Ja, sonst würde es kein Crash mehr geben, nein, Scherz, aber eigentlich wollte ich ja jetzt wirklich was anderes aufnehmen. Das heißt nicht, dass ich hier keinen Spaß habe, keine Sorge, aber ich wollte einfach nur mal wieder so ein bisschen Aktuelles erzählen. Ja, Leute, das war's heute mit Let's Play Crash Bash. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter mit den Reliktaufgaben. Tut mir leid, wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen langatmig erzählt habe, aber hey, es ist 5 Uhr morgens. Bis zum nächsten Mal. See ya.